Okay, ich war nicht der Romantiker, der unseren Verlobungsring im Kuchen versteckt hat. Es ist nicht unser Verlobungsring. Aber ich war und bin der Romantiker, der nicht anders konnte, als die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Indem du mir einen verlogenen Heiratsantrag machst? Das war total ernst gemeint. Außerdem hast du so süß ausgesehen im Moment. Du hast mich so erstaunt angesehen mit dem Ring in deiner Hand. Okay, das war total spontan, aber deswegen nicht weniger ehrlich. In dem Moment konnte ich mir alles mit dir vorstellen. Das kann ich immer noch. Hör auf! Diese ganze billige Inszenierung, Champagner, Rosenblätter. Du wolltest mich doch von Anfang an nur rumkriegen. Und als dann zufällig dieser Ring auftauchte, wie du nur so dreist lügen kannst. Aber es ist doch etwas Gutes dabei herausgekommen. Ich bin froh, dass ich dich nach der Schulzeit noch einmal wieder getroffen habe. Dadurch bin ich im Reinen damit, wie mies du mich damals behandelt hast. Das ist doch alles. Nein. Gib's auf. Ich kann es dir nicht sagen, sonst wär's ja keine... Keine Überraschung. Ja, 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 ich weiß. Aber pass auf, wenn du es mir nicht sagst, dann werde ich mich bestimmt kein bisschen freuen. Komm. Bitte. Oh, du quälst. Okay. Wir heiraten übermorgen. Was? Wir beide. Das ist nicht dein Ernst. Doch. In der Kapelle, in der du getauft wurdest. Und danach feiern wir auf eurem Bauernhof. Ich habe mit deinem Vater schon alles besprochen. Nein, Felix. Saalfeld, Schwesterherz, wie geht's dir? Wie es mir geht? Du heiratest, Schock, übermorgen und Emma. Als ich deine Nachricht zuerst gehört habe, dachte ich, du machst einen Scherz. Grüß dich, Victoria. Nein, das ist kein Scherz. Das ist die beste Entscheidung meines Lebens. Da hast du recht. Und besser spontan als nie. Hm? Aber jetzt rate mal, wo ich morgen bin. Timbuktu? Schlaumeiern. Ich steige in die erste Maschine nach München. Dann ist meine Trauzeugin rechtzeitig vor Ort. Absolut. Morgen früh komme ich und dann wird geheiratet. Gut. Liegt wahrscheinlich wieder an meiner Schulter und der Angst davor, sie könnte wieder versagen. Ich glaube ja eher, dass du mitten in deiner ersten Ehekrise steckst, Frau Zastrow. Halt den Mund und schieß. Ui. Da ist aber jemand empfindlich. Es hat sich ausgezastrot. Und bevor du jetzt wieder sagst, habe ich doch gewusst, ja, du hattest recht, ich lag daneben. Als du heute Nacht nach Hause gekommen bist, allein, habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und bist jetzt zufrieden? Hey, wie könnte ich denn zufrieden sein, wenn es dir schlecht geht? Meine Schwester soll glücklich sein. Jeden Tag. Und wenn das bedeutet, dass ich diesen Zastrow-Spacko ertragen muss, dann mache ich das. Jeden Tag. Obwohl die Wahrscheinlichkeit im Moment ja eher gering ist, hm? Sonnenbichlers natürlich. Und Simon. Frau und Herr Saalfeld, wenn die überhaupt so spontan Zeit haben. Und Ben. Ich hätte ihn schon sehr gern dabei. Aber ob er kommt? Sein
Soll ich dir mal sagen, woran du denkst? Oder vielmehr, an wen? Du bist ja wach. Du überlegst, Ben einzuladen, richtig? Kannst du Gedanken lesen? Oh ja, viel besser als Klavierspielen. Okay, dann pass auf. Ich überleg mir jetzt was und du musst mir sagen, was es ist. Okay, aber keine Fremdwörter und nur kurze Sätze. Küss mich, Felix. Du sollst mich küssen. Wenn du mich jetzt wirklich küsst, dann... Zwei Schlafmützen? Zu früh habt ihr wohl nicht mit mir gerechnet, was? Schwesterchen! Komm, raus aus dem Fehler, wir haben eine Hochzeit vorzubereiten. Mach du erst mal Kaffee. Okay. Morgen, Charlotte. Guten Morgen. Ich habe mich entschlossen, meine leiblichen Eltern kennenzulernen. Ich werde noch mal Cosima darauf ansprechen. Vielleicht kann ich sie überreden, mir zu sagen, wo sie sind. Cosima? Ihr seid schon beim Du? Du hältst dich ab jetzt da raus, verstanden? Werner und du, ihr müsst euch damit abfinden, dass ich nicht die bin, für die ihr mich gehalten habt. Für die du dich selbst gehalten hast, dein ganzes Leben. Dinge ändern sich eben. Wer weiß. Vielleicht gewinne ich auf Dauer eine neue Freundin, die ihr in Ruhe lasst. Konntest du nur. Siehst du denn nicht, dass mit dieser Frau irgendetwas nicht stimmt? Wer hatte denn diesen perfiden Plan, hä? Du und Werner. Also, mit wem stimmt hier etwas nicht? Stellt euch vor, was ich gerade gehört habe. Eines unserer Zimmermädchen, die mit diesem unaussprechlichen Namen... Xenia Tilaris, verlobt mit Boris Gutschke, der im Stall arbeitet. Ja, jedenfalls drückten die beiden sich quatschend in der hintersten Ecke des Stalles rum. Anscheinend hat jemand diesem Mädchen geflüstert, dass nicht du die leibliche Tochter von Ludwig Saalfeld bist, sondern Cosima Zastro. Und die quatscht das natürlich brühwarm weiter. Und dieser jemand war keine andere als La Zastro persönlich. Woher willst du das wissen? Weil ich mir die beiden vorgeknöpft habe. Das ist ja unglaublich. Diese Frau arbeitet ja mit allen Mitteln. Jetzt spannt sie schon das Personal für ihre Manipulation ein. Begreif doch endlich, diese Frau will dir um jeden Preis schaden. Sie will dir das Leben schwer machen. Sie will dir ein schlechtes Gewissen einreden. Selbst wenn es so sein sollte. Ach, du glaubst etwa, ich lüge? Sie will sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, genau wie ich. Und dazu gehört nun mal, sich der Wahrheit zu stellen. Und darum geht es ihr deiner Meinung nach? Deshalb ist es ihr gutes Recht, offen über sich und mich zu sprechen. Die oder die? Ich würde sagen die. Mhm. Und dazu nehmen wir... Ja, nehmen wir die. Okay. Emma, ich will uns jetzt gar nicht die Stimmung verderben, aber... Wie ist es jetzt mit deiner Schwester? Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und das hältst du durch? Ja. Diesmal ist es endgültig. Und weißt du was? Ich bin richtig froh, wie sich die Dinge entwickelt haben. Weißt du, auch wenn es weh tut, aber manchmal ist es besser, man erkennt endlich jemanden so, wie er in Wirklichkeit ist. Von nun an werde ich mein eigenes Leben leben. Gut. Du, aber sag mal, was ist mit eurer Firma? Na, die gehört jetzt mir. Rosalie ist ausgestiegen. Immer wenn du möchtest, ich kann dir helfen, Princess Donald zu managen. Du in Übersee, ich in Europa. Danke, das ist lieb von ihr, aber ich habe mir das alles schon sehr genau überlegt. Mhm. Entschuldige. Moment. Ach Gott, die Liebe. Hey. Habe ich dir heute schon gesagt, wie sehr ich dich liebe? Da haben wir was gemeinsam. Oh, bist du nicht allein? Victoria und ich trinken gerade Tee. Ach, von meiner Schwester musst du dich nicht zurückhalten. Brüderchen, lass uns doch in Ruhe. Wir führen hier Frauengespräche. Ja, meine Schwester, die Nervensäge. Oh, dann werde ich mich jetzt mal um unsere Lieblingsnervensäge kümmern. Unverschämtheit. Tu das.
Ich küsse dich. Ich dich auch. Meine künftige Schwägerin. Oh.